Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich heute besonders darüber, dass neben mir ein Namensvetter von mir sitzt, Dr. Christoph Lukas. Er ist Facharzt für Orthopädie mit besonderer Erfahrung in der Kinderorthopädie und auch in der Sportorthopädie. Außerdem hat er, wie ich, einen Info-Videokanal Sportorthopädie Dr. Lukas, den es zu besuchen lohnt. Und natürlich freuen wir beide uns über einen Daumen hoch und ein Kanal-Abo. Aber wenn er nun schon mal aus Bietigheim bei mir zu Gast am Bodensee ist, frage ich ihn doch gleich einmal über ein häufiges kinderorthopädisches Thema aus. Bei euch Orthopäden muss man ja häufig Bilder machen. Die Bildgebung spielt wahrscheinlich eine ganz große Rolle. Gibt es da bei Kindern gegenüber den Erwachsenen Unterschiede? Ja, klar. Zum einen von der Art der Bildgewinnung. Es ist schwierig, ein vierjähriges Kind davon zu überzeugen, dass es für ein gutes MRT-Bild bitte 20 Minuten bewegungslos daliegen soll. Zum anderen gibt es auch Unterschiede von den Bildern selbst. Durch das Wachstum gibt es einige Besonderheiten, die die Bilder anders aussehen lassen als beim Erwachsenen. Heißt das, dass man dann gar kein MRT bei Kindern machen kann oder soll? Das lässt sich natürlich nicht in jedem Fall vermeiden. Wenn es nicht anders geht, muss man die Kinder eventuell kurz sedieren oder gar eine kurze Narkose machen. Noch besser ist es aber, sich vorher Gedanken zu machen, ob nicht ein einfaches Röntgenbild ausreicht. Wobei das Röntgenbild ja eine Strahlenbelastung mit sich bringt. Ja, aber was sein muss, muss sein, lässt sich nicht vermeiden. Man sollte dann am Röntgengerät spezielle Kinderfilter verwenden, damit die benötigte Strahlendosis so gering wie möglich ist. Und dann ist sie bei weitem geringer als bei einem Langstreckenflug. Wichtig ist auch zu wissen, dass man viele Röntgenaufnahmen durch den Ultraschall ersetzen kann. Gerade bei Verdacht auf Knochenbrüchen setzt sich aktuell die Fraktursonographie mehr und mehr durch. Der geübte Untersucher kann mittels Ultraschall sehr gut einschätzen, ob der Knochen kaputt ist oder nicht. Und man kann sich einige unnötige Röntgenaufnahmen einsparen. Du hattest erwähnt, dass die Bilder bei Kindern anders ausschauen als bei Erwachsenen. Was gibt es daran Unterschieden? Einige. Die meisten Knochen sind bei der Geburt noch überwiegend knorpelig angelegt. Man sieht also im Röntgen noch nichts, weil der Knorpel strahlend durchlässig ist. Deshalb macht man bei der U3 auch einen Ultraschall, kein Röntgenbild der Hüfte, um die Dysplasie zu beurteilen. Man muss wissen, in welchem Alter welche Knochen verknöchern. Als Beispiel habe ich hier mal einen Fuß eines Vierjährigen, wo der größte Teil der Fußwurzel noch gar nicht zu sehen ist, im Vergleich zu einem Erwachsenen. Man muss auch wissen, dass die Wachstumsfugen, die für das Längenwachstum des Knochens verantwortlich sind, noch knorpelig sind. Und man muss unterscheiden können, was ist ein Knochenbruch und was ist Wachstumsfuge. In diesem Beispiel ist das allerdings relativ einfach zu sehen. Ein Beispiel für Unterschiede im MRT wäre zum Beispiel, dass der Meniskus beim Kind noch stärker durchblutet ist und man das nicht als Riss interpretieren darf, was leider viele Radiologen tun. Daher immer lieber selbst auf die Bilder schauen und nicht nur auf den Befundbericht. Und überhaupt machen die Bilder nur dann wirklich einen Sinn, wenn man sie zusammen mit den Symptomen, also mit der, wir nennen das Klinik, wenn man das gemeinsam betrachtet, stimmt's? Absolut. Vielen Dank.